Hallo und willkommen zurück zu Deponia. Wir sind bei Folge 53 und der Systemstreuner ist natürlich auch wieder da. Und ich habe keine Ahnung, wo wir stehen geblieben sind und was wir jetzt noch machen müssen. Wir wollten den Heizstrahler ausprobieren hier. Ah, okay. Aber wieso haben wir den jetzt nicht? Den musst du bestimmt erst übergeben. Da Ach ist er. So. Ja, dann übergeben wir den. Kann sein, dass dieser letzte Schritt nicht gespeichert war irgendwie. So, jetzt gucken wir mal, was da geht. Ich hab die geile Idee. Fehlt nur noch Strom, Ibert. Jetzt musst du den Stecker. Und wenn du jetzt den Strom anmachst, was passiert dann? Ach, da muss ich hochgehen. Da ist ja auch noch diese Sicherung. Der war doch an, der hat doch geleuchtet. Aber wieso geht's nicht? Kannst du den anstellen, den Heizlüfter? Ich glaube, da braucht jeder eine Sicherung. Ich kann den nicht anklicken, ich kann nur den Stecker angucken. Rein. Oder ja. Dieser praktischen Stromumkehrer, die in diesem Spiel bislang enttäuschend spärlich gesät sind. Stromumkehrer oder Sicherung. Das heißt, wir müssen die Sicherung da rauskriegen. Ah, das wollen wir jetzt nicht gucken. Ja, irgendwie müssen wir die Sicherung da rauskriegen und da unten reinsetzen. Die steckt zu fest. Kein Wunder. Die Dinger sind so gebaut, dass sie nur bei Stromspitzen aus der Fassung fliegen. Strolch schleppt gerade sein Spielzeug in den Garten. Hat er quasi Tag der offenen Tür. Ja, der hat gerade noch sein Leckerchen gefressen. Das hat er draußen gefressen. Da habe ich mir gedacht, okay, dann lasse ich mal auf. Und jetzt ist er gerade mit seinem Schweinchen rausgerannt, freudestrahlend. Also ich glaube, wir müssen irgendwie die Sicherung rausfliegen lassen. Ich weiß aber nicht wie. Den Kindern ist es zu kalt, wir müssen die Sicherung rauskriegen, wir müssen die Sicherung unten einbauen. Der will noch seine Kurbel zurückhaben. Brauchst du die Kurbel noch lange? Hetz mich nicht. Das kann ja nicht jeder so einen Affenzahn drauf haben. Ja, dann gib mal dem mal die Kurbel zurück. So, mal sehen, ob er sie wieder haben will. Na endlich! Steck sie bitte einfach wieder an die Orgel, okay? Bingo Bongo! Kann ich mir die Kurbel ausleihen? Ach, die kann man sich mehrmals holen. Ich brauche einen neuen Partner, bevor ich wieder leiern kann. Und diesmal bin ich garantiert nicht das Äffchen. Aber denk dran, ich brauche die Kurbel zurück. Ja, ich habe da gerade noch eine lustige Idee. Was ist denn, wenn wir jetzt, solange der eingeklappt ist, das Ding da wieder runterkurbeln, wenn es geht, und er dann seine hübsche Freundin nicht mehr sieht? Ja, probier mal. Also nochmal die Kurbel rein. Ob das geht. Auch in diesem Jahr geht der Preis für das dämlichste Inventarrätsel die Kurbeln. Sag mal. Wie oft willst du eigentlich noch kurbeln? Ich weiß nicht. Gibt's da ein Limit? Ja, und das ist aufgebraucht. Ach komm schon, noch eine Runde. Na gut, ein einziges Mal darfst du noch kurbeln. Aber dann will ich meine Kurbel zurück. Ich will aber noch ein paar Mal kurbeln. Ich will sie die ganze Zeit hoch und runter schicken. Kannst du jetzt mit der reden? Ich denke, erstmal müssen wir jetzt ihm die Kurbel zurückgeben. Ja, wir müssen ihm die Kurbel zurückgeben. Wir dürfen nicht mehr kurbeln. Na endlich! Steck sie bitte einfach wieder an die Orgel, okay? Bingo Bongo. Bingo Bongo. Okay, dann gucken wir mal, ob wir zu der Lady hochkommen. Na los, ihr kennt das Spiel. Husch! Alles klar bei dir?
Nichts ist klar. Es war alles so perfekt. Boone und ich hatten ein kleines Grundstück mitten in der Stadt. Und dann wurden wir voneinander getrennt. Ja, diese Stadt ist eben ein Dschungel. Da kommt so mancher unter die Räder. Oh. Ich will zurück zu meinem Boone. Guck mal oben, was mit dem jetzt los ist. Ich wollte sie noch angucken. Das kann nicht einfach. Ja, guck mal nach ihm oben. Oben, hier oben. Jetzt sitzt er. Jetzt hat er es hinkriegt. Guck, kaum ist er nicht abgelenkt von der Frau, kriegt er es hin, das Ding aufzubauen. Was ist los? Stellt er sich nicht mehr so glatt an. Frauen. Dabei fällt mir ein, du schuldest mir noch Geld für die Liege. Das tut mir leid, Rufus. Ich bin komplett pleite. Ja, wie pleite? Du schuldest mir Geld. Rück raus. Er wirkt bedrückt. Wahrscheinlich, weil June fort ist. Es war ja vorherzusehen. Am Ende hat sie endlich erkannt, was sie sich da für ein Loser geangelt hat. Ich habe nichts mehr. Gar nichts. Dann heul nicht rum und such dir eine bezahlte Beschäftigung. Such dir eine bezahlte Beschäftigung. Gib dir noch mal das Schild. Wo habe ich das Schild? Ja, das mit diesen mehreren Inventars. Echt gruselig. Drei Rufus sind einfach zwei zu viel. Als Teigtaschenverkäufer? Du Rufus, ich weiß nicht. Was ist denn das? Ein Schmuckerbewerber? Die freut sich. Was? Hey! Sie frisst ihn. Alter, was hat die für eine Zunge? Teigtaschen. Nur ein Slotty 25 das Stück. Bravo, Zugabe! Okay, jetzt brauchen wir aber immer noch die 5 Cent von der Hexe. Wie soll man die kriegen? Hey, Goon! Teigtaschen. Na, wir müssen die ja irgendwie zum Lachen bringen. Wow! Wie ich sehe, hast du dich in deinen neuen Job ja schon richtig reingearbeitet. Teigtaschen. Ich kann ihr ja mal Streuß vorbeischicken. Der spielt jetzt gerade mit Spielzeug Nummer 3 hier. Du bist immerhin sein erster Kunde. Bist du dir sicher? Teigtaschen. Ich bekomme nichts mit. Wieso? Somnambul. Teigtaschen. Du meinst, der wird sich die Hexe dann drüber lustig machen? Der Wirt muss. Na, auf jeden Fall hätte sowas zu lachen, ja. Ich habe ja auch was zu lachen. Teigtaschen wird. Eine ganz normale menschliche Berufsbezeichnung. Ganz normale menschliche Berufsbezeichnung der Teigtaschenverkäufer. Stimmt, mit dem haben wir noch gar nichts angefangen. Ja. Also wir müssen jetzt irgendwie versuchen, mit diesem Fernseher da klarzukommen. Und wir müssen die Hexe zum Lachen bringen. Wir können ja nochmal mit der Hexe reden, ob es da was Neues jetzt gibt. Also, eigentlich müssen wir ja die Kinder loskriegen. Ja. Hallo nochmal, ungnädige Frau. Ah, da ist ja der junge Vater wieder. Ich muss gehen. Das war doch Moment. Ja, die Kommentare, da kennen wir schon. Ne, jetzt sind wir ganz falsch. Da wollten wir nicht hin. Ach, da hinten müssen wir, ne? Kannst du dich vielleicht da oben hinstellen? Ich will mal was versuchen. Was ist, wenn ich den anmache? Nee, Moment. Wenn ich ihn anmache und die Antenne andersrum gestellt ist. Der Empfang hier unten ist ja wirklich unter aller Kenntnis. Dann kannst du ja vielleicht mal die Kinder fragen, ob die Antenne verstellen. Wenn ich da oben stehe. Geht dann runter zu ihm. So, Rotzis, Schlafenszeit. Aber es ist dunkel und kalt. Bittchen Angst. Oh, ey. Neckerkatze24.de. Ich frag mich, ob es die Webseite gibt.
machen, mit Antenne oder ohne Antenne. Wir haben da einen Schalter. Den Stecker kann man nur angucken und da braucht man eine Sicherung. Die gehen da erst rein, wenn es warm ist. Das heißt, die Sicherung muss da rein. Kannst du von da oben irgendwie die Kinder ansprechen? Was ist denn, wenn ich den Fernsehknopf drücke? Ja, der geht dann runter zu ihnen. Der will sie dann ins Bett legen. Oder du machst den Fernseher aus. Oder ich mache ihn an. Der Strom ist alle. Der Strom. Wie meinst du? Na, das ist irgendwie, dass du die Kinder versuchst dazu zu bringen, an die Antenne zu gehen. Vielleicht, wenn du jetzt auf die Antenne drückst oder auf den Fernseher? Entweder die wiederholen gerade die zweite Staffel von oder der Kasten. Nee, wenn ich mit denen reden will, dann geht er runter und will sie ins Bett schicken. Kalt und dunkel. Wenn du die Antenne runterklappst, jetzt mittendrin? Ich kann da nichts machen. Ich kann nichts machen, solange der Fernseher läuft. Eine Kochshow? Genau das Richtige zum Einschlafen. Wo sollen wir hier denn schlafen, Herr Rufus? Es ist viel zu kalt und dunkel. Was haben wir denn noch für Items? Ich werde mal gucken, ob ich die Antennengabel in die Sicherung reinstecken kann. Weil die ja so circa von den Abmaßen her passen sollte. Boah, jetzt habe ich fett eine gewischt gekriegt. Was soll denn das? Warum ist die Sicherung nicht rausgeflogen? Nur der Strom ist ausgegangen. Die scheint irgendwie festgerostet zu sein. Wenn ich doch nur gleichzeitig oben den Hebel runterdrücken könnte, dann würde sie bestimmt eher nachgeben. Okay. Kann ich jetzt den Hebel drücken? Kann ich dem die Antenne geben? Hey, Rotzis, ihr könnt euch mal nützlich machen. Und wie? Ihr könnt diese leitfähige Antenne hier in die Steckdose da stecken. Aber man darf doch nicht in Steckdosen rumstochern. Ach, Papalapa, das hast du falsch verstanden. Ich habe das schon 1000 Mal gemacht. Und hat es mir etwa geschadet? Also hopp, hopp. Jetzt kriegen wir die Sicherung vielleicht raus. Oh ja, jetzt brutzeln wir den ersten, dann haben wir auch was zu essen. Oh. Hey! Die Sicherung aber die ist Sicherung raus. Ist da. Und die Antenne ist weg. Okay, wenn wir die jetzt unten reinstecken, dann sollte es warm werden. So. Jetzt kannst du denen ja sagen, dass sie schlafen können, genau. Aber na, keine Widersprüche mehr. Ihr habt Licht, ihr habt Wärme und ihr habt euren Veto-Joker schon verdattelt. Also los, Abmarsch! Oha, jetzt sitzen sie da alle. Kommt der jetzt raus? Im Taucheranzug, wie geil. Oh, das Monster guckt schon. Okay, was können wir jetzt mit ihnen machen? Was ist los? Warum schlaft ihr nicht? Wir haben uns noch nicht zugedeckt. Zudecken? Wie Apfelkuchen? Nein, nicht wie Apfelkuchen. Wenn man Kinder zu Bett bringt, muss man sie zudecken. Wissen sie denn gar nicht? Also wohl. Womit soll ich sie jetzt zudecken? Ne? Wie eine Kalzone. Wenn wir ihn Fernseher machen. Was? Ja, ich sehe. Gibt es leckereres als ein Fleisch? Meine, genau das Richtige. Genau das Richtige zum Einschlafen. Ich könnte ja jetzt wieder ausmachen. Was hat das an für die Kinder? Wir haben uns noch nicht so zu. Wie Apfel? Nein, wenn man Kinder. Wieso redet der von Apfelkuchen? Wie eine Kalzone. Und Kalzone.
Also das Einzige, was wir in der Nähe haben, ist Teigtaschen, aber mit Teigtaschen zudecken. Nee, die können wir denen zu essen geben, aber dafür brauchen wir erstmal Geld. Aber wir könnten jetzt in die Kneipe gehen. Wir haben jetzt die Kinder nicht mehr dabei. Stimmt, wir könnten anheben gehen. Mit solchen Typen kennen wir. Okay. Hey, was soll das denn? Ja, wie? Was soll denn das schon sollen wollen? Ich hab dir gesagt, du kommst hier nicht rein. Du hast gesagt, ich komme hier nicht rein, solange ich die Kinder im Schlepptau habe. Dann hast du ja doch Ohren. Nur dazwischen herrscht Durchzug. Ich verstehe das Problem nicht. Darf ich jetzt rein oder nicht? Nein. Ja, aber warum denn nicht? Ich... Die Kinder sind mir wieder am Arsch dran. Ach du Hacke. Das gibt's doch ja nicht. Ja, die kommen da wieder raus anscheinend. Hab ich euch nicht gesagt, dass ihr schlafen sollt? Uns ist immer noch kalt. Wir müssen uns zudecken. Zudecken. Aber mit was soll ich sie zudecken? Habe ich da irgendwas zum Zudecken? Ein Abdruck? Nee. Klopapier. Hey, Gun! Taschen, nur ein Slot. Ich finde. Der hilft uns hier jetzt gerade nicht weiter. Also nochmal zurück an den Ort. Da rein und. So, okay, jetzt sitzen sie da. Hier, verstanden? Ja, Onkel Rufus. Ja, Onkel Rufus. Onkel, danke. Vielleicht wollen sie Bratensoße. Die haben uns noch nicht zugedeckt. Zudeckt? Wie Apfelnadeln? Das weiß ich. Ich muss mal kurz zum Sträuch. Ja, ich drück mal Pause. Oder wir probieren zu lang lustig weiter. Eber! Komm zu! Was können wir mit denen hier machen? Sind die Kinder weg? Vielleicht erzählt uns die Tante jetzt was anderes. Oder das Äffchen, nachdem es seine Kurbel wieder hat. Was sitzt du denn hier so faul rum und hältst Maulaffenfeil? Na los, zeig Leben. The show must go on. Wie denn ohne Vater? Ich könnte ja einen Augenblick kurbeln. Vergiss es. Ich werde garantiert nicht noch einmal den Affen spielen. Aber wenn du den Part übernehmen willst, schnapp dir den Filz und los geht's. Nee, lass mal. Ich wäre ein lausiger Affe. Na und? Das war ich auch. Wir hätten misstrauisch werden sollen, dass der Kinder... Ich hab mal weitergespielt. ...auf einmal an die Straße gestellt. Okay. Ich habe mir überlegt, ich kann noch mit dem Affen oder mit ihr noch mal reden, nachdem er seine Kurbel wieder hatte. Und er hat jetzt irgendwas von Fates geredet. Ach, ja, das ist stimmt, der komische Herr. Ich hab grad gesehen. Was willst du jetzt? Käme ich nicht im Traum. Dann lass mal seine Mann gucken. Ich würde dir auch meine ersten Einnahmen als Vermittlungsprovision geben. Vielleicht fällt mir doch jemand ein. Zeig ihnen den Fates. Vielleicht kannst du die tun dann. Ja, bringen wir sie beide in Arbeit. Das ist doch eine Idee. Dann sitzen die dort nicht einfach nur da auf der vollen Haut rum. Traurige Tschun, hier, nimm mal den Fels. Danke, Robert. Ich will nur zurück zu meinem Wohnen. Ja, aber wenn du einen Job hättest, könntest du dem Leierkastenäffchen die Kurbel abkaufen. Meinst du? Dieser schmierige Typ hat schon öfter versucht, sich an mich ranzumachen. Was muss ich denn tun? Ach, nur ein bisschen Support für seinen Show-Act. Kaum der Rede wert. Das klingt nicht so übel. Sehr gut. Alles Weitere kannst du ja mit ihm aushandeln. Ich trommel derweil schon mal das zahlende Publikum zusammen. Das zahlende Publikum. Jetzt könntest du die... Jetzt könntest du die Hexe fragen. Was denn? Nee, du könntest der Hexe sagen, dass da was Lustiges passiert, oder? Ach so, die ist das Publikum. Ja, das hört sich gut an. Genau, die hat ja die Kohle. Das zahlende Publikum. So. Hexe, es gibt was zu lachen. Ah, dann wo ist der? Ach,
die Kekse. Keine Ahnung, habe ich irgendwo liegen lassen. Aber darum geht's auch gar nicht. Es gibt ein neues Äffchen beim Leierkasten. Ein neues Äffchen beim Leierkasten, Mann. Ein neues Äffchen, sagst du? Ui, das muss ich mir unbedingt ansehen. Hoffentlich ist es auch schön erniedrigend. Dann wäre mir das sogar die 5 Slotty wert. Alter, was für ein Äffchen. Tanz, mein Äffchen, tanz! Pfui, Spucke, das hat mir gar nicht gefallen. Das arme Mädchen. Die 5 Slotty gebe ich nur, weil sie mir leid tut. Jetzt kriegt das Äffchen die 5 Slotty oder wir? Hörst du? Das Publikum ist unzufrieden. Beim nächsten Mal schaust du gefälscht ein bisschen. Selbstaufopferung ist bla. War der Erfolg. Naja. Die 5 Slotty verdient hast, bekomme ich die Kurbel. Korrekt. Aber diese 5 Slotty hier gehören mir nicht. Ich muss damit erst meine Auslagen begleichen. Auslagen? Aber, Rufus, du musst mir helfen. Der blöde Affe will mir die Kurbel nicht geben, weil er noch irgendwelche Auslagen begleichen muss. Muss ich ja auch. Na los. Sag es hier, Rufus. Naja. Kannst du das Geld nehmen? Rufus? Aber was tust du denn da? Wonach sieht das aus? Er nimmt sich, was ihm zusteht. Deine Provision für die erfolgreiche Jobvermittlung. Ach, hat er uns was versprochen, wenn wir jemanden finden? Du hast mich verkauft. Mhm. Was? Das kann man doch so nicht sagen. Rufus, du hast mich an einen Affen verkauft. Und dann auch noch so getan, als wolltest du mir helfen. Ich brauch doch diese Kurbel. Haben, haben, haben. Siehst du denn nicht, wie diese Gier dich zum Affen macht? Als gäbe es nichts Wichtigeres im Leben als schnöden Besitz. Du solltest mir lieber dankbar sein, dass ich dir die Augen geöffnet habe. Ich habe dir ein Auskommen und eine wichtige Lektion vermittelt. Es ist egal, was du tust, solange du deinen Zielen treu bleibst. Denn der Zweck heilig die Mittel, was mich streng genommen zu einem Heiligen. Yes, wir haben 5 Slotty. Dann kannst du es ja dem anderen geben und Teigtaschen kaufen. Zum Zudecken mit Calzone. Hm. Komische Logik. Na, vielleicht essen sie die und dann... Teigtaschen, nur 1 Slotty 25 das Stück. Ja, dann schlafen sie vielleicht, weil sie satt sind. Gut. Du musst ja, glaube ich, die 5 Slotty hinhalten. 4 Teigtaschen, bitte. 4 Teigtaschen kommen sofort. Und da schmeißt er die 5 Slotty durch den Club. Beehren Sie uns jederzeit wieder, ich glaube, da stimmt was mit deiner Aushilfe nicht. Nanu, hat er sich etwa aufgehangen? Er ist aber komisch drauf. Versuch doch mal ihn aus und wieder anzuschalten. Reset. Hört sich an wie ein Modem. Teigtaschen, nur 1 Slotty 25 das Stück. Die ist doch bestimmt ein Alien, oder? Entschuldige die kleine Pause. Mit ihrer komischen Zunge. Es ist so schwer, heute gute Mitarbeiter zu finden. Okay. Ja, stimmt. Hier sehen sie jetzt aus, wie als wenn man jemanden damit zudecken kann. XXL Teigtaschen. Immerhin ist sie nicht mehr traurig, wenn sie tanzt. Obacht, jetzt wird es aber so richtig gemütlich. Zunächst für mich, weil euer Rumgejammer dann endlich aufhört. Den Teigtaschen angeben. Klar. Das wird dem Monster schmecken, oder? Hm. Oh, lecker. So, nun wird geschlafen. Ich weiß es nicht. Es guckt schon. Ein bisschen Angst. Na na, jetzt macht euch mal nicht schlechter als ihr seid. Ihr seid zwar blöd, aber doch nicht zu blöd zum Einschlafen.
Dann wären ja sogar diese pennenden Skorpione da hinten klüger als ihr. Mein Fehler. Die pennen ja gar nicht. Die lauern. Irgendwas haben wir hingekriegt. Vielleicht haben sie Bock noch auf ein Süßchen. So, Rotzis, Essen fassen. Das wird euch schön müde machen. Oh ja, das Monster wird sich freuen. Schön in Bratensoße ertränkt. Mann, die haben ja vielleicht reingehauen. Sie haben gerade mal einen Teller übrig gelassen. Und jetzt schlafen sie. Ja, die sind schon süß, wenn sie schlafen. Richtig zum Anbeißen. Oder sie liegen im Koma. Richtig zum Anbeißen. Und wie kriegen wir ihn jetzt gefuttert? Ach nee, brauchen wir ja nicht. Sie schlafen ja. Können wir ja später verfüttern. Du kannst ja nochmal versuchen, in die Kneipe zu kommen. Oder wir gehen da in der nächsten Folge rein. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.